Sommerpause AD, jetzt wird wieder munter getestet. Erstes Vorbereitungsspiel für die U23 des FC St. Pauli. Gegner am Brummerskamp, der Oberligist Niendorfer TSV. Pauli als Regionalligist natürlich favorisiert, aber es ist, wie gesagt, der erste Test. Für ihn ist es das erste Spiel bei den Kiezkickern. Christian Stark kam vom Rivalen, vom Hamburger SV 2. Auf ins Spiel, Pauli in Weiß mit dem besseren Start und der Führung. Was ist das denn für ein Eigentor? Lennart Speck kann es selbst kaum fassen, würde am liebsten im Erdboden versinken. Unbedrängt haut er den Ball in die eigenen Maschen. 1-0 Pauli nach gerade mal 3 Minuten. Wie reagiert der Oberligist auf den frühen Schock? Niendorf kommt. Ilas Afsin, erster guter Abschluss. Der NTSV bleibt dran. Marlon Stanis geht zu Boden. Strafstoß. Lennart Speck tritt an und scheitert. Es läuft nicht rund beim 21-Jährigen. Dann wird's wieder brenzlig. Rückpass und indirekter Freistoß im Strafraum. Niendorf hat sich da was ausgedacht. Marvin Karow, der Ausgleich, will nicht fallen. Auch kurz danach nicht. Erst Stanis und dann Merkle. Der Ball will einfach nicht rein. 34 Minuten gespielt, jetzt mal wieder Pauli. Und so einfach geht's. Tom Protzek mit dem 2:0, mit dem schmeichelhaften 2:0, ganz überlegt eingeschoben. Aber Niendorf bleibt aktiv, nur 4 Minuten später. Das ist Afsin, starke Bewegung, nur noch 1:2 aus Sicht des NTSV. Der verdiente Anschluss, kurz vor der Pause durch den 25-jährigen Angreifer nach diesem tollen Zuspiel. Aber Halbzeit ist noch nicht. Die 43. Minute. Veli Soleimani für Christian Stark, der Neuzugang mit seinem ersten Treffer. Letzte Saison netzte er 7-mal für den HSV 2, der ebenfalls in der Regionalliga Nord spielt. Hier hat er keine Mühe, völlig blank im Rückraum. Pauli zur Pause 3:1 vorne. Zweite Hälfte, Minute 65 und wieder ertönt der Strafstoß. Pfiff, diesmal schnappt sich Niendorfs Daniel Brückner den Ball und trifft. Der 38-Jährige, ganz cool mit seiner ganzen Erfahrung. Das Gesicht kommt uns doch bekannt vor. Vor 5 Jahren spielte er mit Paderborn noch in der Bundesliga. Nur 3 Minuten später. Pauli mit der direkten Antwort. Jannis Wiekow ist das. Jannis Wiekow, 4:2. Die Kiezkicker wieder mit 2 Treffern vorne. Ein starker Vorstoß des Rechtsverteidigers, der letzte Saison noch vorrangig in der A-Junioren-Bundesliga kickte. Kommt Niendorf nochmal ran. Sie versuchen es zumindest und spielen sich nochmal gefährlich vor das Tor der Paulianer. Aber es wird nichts mehr, denn nach dieser Aktion ist Schluss. Pauli schlägt den NTSV mit 4:2. Ja, ich denke mal, das war das erste Vorbereitungsspiel und da hat man ein paar Erkenntnisse gewonnen und wir haben zwar 4 Tore geschossen, das ist okay gegen den Gegner, aber wir haben defensiv uns schwer getan, wir haben zu viele Chancen zugelassen, wir haben auch 2 Tore gekriegt, wir haben 2 dumme Elfmeter verursacht, also da in der Defensive müssen wir noch stabiler werden, da müssen wir noch arbeiten. Bis zum Saisonstart ist ja auch noch etwas Zeit, Ende Juli geht's wieder los in der Regionalliga Nord. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die Kick TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.